Gut, unser vierter Gast auf dem Podium ist auch eingetroffen. Er ist ein gefragter Interviewpartner und kommt gerade von einem Interview. Ich möchte Sie jetzt nochmal alle, vor allem auch falls es neue Gäste nur für die Abendveranstaltung geben sollte, ganz, ganz herzlich willkommen heißen zu dieser letzten Podiumsdiskussion heute Abend. Am Ende eines sehr langen Tages wollen wir uns jetzt nochmal erneut natürlich mit der Kernfrage auseinandersetzen, nicht nur, was ist los in Afghanistan heute, sondern was passiert, was hat Afghanistan für eine Zukunft, eine Perspektive, wenn 2014 die Truppen abziehen werden. Wir stehen, so ist diese Konferenz hier auch geplant und terminiert, ja, so was wie am Vorabend der Bonner Außenministerkonferenz, die am 4. und 5. Dezember in Bonn stattfinden wird. Dieser Konferenz geht voraus ein zivilgesellschaftliches Forum, an dem mindestens die 34 Delegierten der afghanischen Zivilgesellschaft teilnehmen werden. Hier werden wir heute Abend von Fahim Hakim noch mehr erfahren, wie dieser Prozess gelaufen und zustande gekommen ist. Und ich denke, dass wir heute Abend mit den Gästen jetzt auf dem Podium wirklich noch mal zusätzliche Informationen bieten können, im Vorbereitungsprozess auf Afghanistan, wie bereitet sich die internationale Politik auf dieses Ereignis vor. Es ist das, glaube ich, größte Treffen international, das jemals auf deutschem Boden mit Außenministern stattgefunden hat. Ein großes logistisches und auch sicherheitstechnisches Ereignis. Davon werden wir gleich mehr hören. Ich mache es jetzt ganz kurz. Und stelle der Reihe nach, wie unsere Gäste sprechen werden, unsere Gäste auf dem Podium heute Abend vor. Ich möchte jetzt noch mal ganz, ganz herzlich Fahim Hakim begrüßen. Er ist stellvertretender Direktor der unabhängigen afghanischen Menschenrechtskommission. Er ist ein Aktivist für den Frieden seit vielen, vielen Jahren, für Frieden und Gerechtigkeit in Afghanistan. In seiner Funktion als stellvertretender Direktor der unabhängigen afghanischen Menschenrechtskommission hat er in den letzten Monaten die schwierige Aufgabe übernommen, eine relativ große, auch repräsentative Gruppe afghanischer zivilgesellschaftlicher Organisationen als Koordinator in diesem Konsultationsprozess der afghanischen Zivilgesellschaft zu begleiten. Wir werden von ihm, denke ich, dazu ganze Menge erfahren gleich. Er wird gleich mit einem Input beginnen. Ich möchte ihn noch mal ganz, ganz herzlich willkommen heißen und mich sehr bei ihm für sein Hiersein und seine Präsenz bedanken. Ich freue mich sehr, dass der Sonderbeauftragte der deutschen Bundesregierung, Michael Steiner, heute Abend zugesagt hat, bei uns zu sein. Das ist durchaus sehr anstrengend, Herrn Steiner für einen solchen Abend zu gewinnen, weil er natürlich einen ungeheuer intensiven Terminkalender hat. Er kommt gerade, glaube ich, auch wieder aus Afghanistan zurück. Ich möchte mich hier nochmal für die Heinrich-Böll-Stiftung ganz, ganz herzlich mich dafür bedanken, dass Sie heute hier sind. Es ist ein Anliegen der Bundesregierung, der Zivilgesellschaft ein besonderes Gehör zu geben, eine besondere Stimme rund um die Außenministerkonferenz. Und ich muss schon sagen, dass es uns sehr, sehr freut, dass Sie auch mit Ihrer Anwesenheit heute Abend dieses Interesse erneut dokumentieren. Herzlichen Dank dafür. Ich möchte auf meiner linken Seite ganz herzlich begrüßen Fritjof Schmidt. Fritjof Schmidt ist seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages und für Bündnis 90 Die Grünen stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Er koordiniert für die Grünen Bündnis 90 im Bundestag die Außenpolitik, die Entwicklungspolitik, die Sicherheitspolitik. Bevor Fritjof Schmidt Abgeordneter im Deutschen Bundestag geworden ist, 2009 war er Europaabgeordneter, davor Sprecher der Grünen in Nordrhein-Westfalen.
und überhaupt seit vielen, vielen Jahren vor allem auch aktiv um außenpolitische, entwicklungspolitische Fragen international aktiv, aber vor allem auch sich immer beschäftigend mit Südasien, Südostasien und Ostasien. Herzlich willkommen, es ist schön, dass du bei uns bist. Wir sind natürlich auch gespannt auf die grüne Perspektive zum Thema des Tages. Wie sieht die Zukunft Afghanistans aus? Wie sollte sie gestaltet werden? Herzlich willkommen. Dann möchte ich ganz herzlich begrüßen Fasil Hakbin. Er hat spontan für heute Abend zugesagt und ersetzt Jamal Omar, die eigentlich im Programm stand. Jamal Omar ist leider krank geworden und musste für heute Abend absagen. Umso mehr freue ich mich, dass Herr Hakbin heute Abend bei uns ist. Er arbeitet seit 2004 für das Afghanistan-Büro der Asia Foundation und ist dort der Direktor für Planung und Entwicklung. Was ihn heute eben auch besonders prädestiniert, hier zu sein und auch über die Erwartungen aus seiner Perspektive der Zivilgesellschaft an die Bonner Konferenz hier zu sprechen, ist seine Rolle im Steering Committee der Agency Coordinating Body of Afghan Relief, ACBA. Viele kennen diese Abkürzung. Das ist die Koordination der Entwicklungsorganisationen, die in Afghanistan aktiv sind. ACBA hat 111 Mitgliedsorganisationen und eine Delegation von ACBA mit verschiedenen Mitgliedern ist derzeit in Europa unterwegs, um eben aus ACBA-Perspektive mit verschiedensten Regierungen in Europa Gespräche zu führen, die Erwartungen an die Bonner Konferenz zu formulieren. Also wir haben mit Fahim Hakim und mit Herrn Hakbin zwei Repräsentanten auf dem Podium, die, glaube ich, noch mal sehr viel wichtige Informationen, auch Forderungen, Perspektiven bieten, welche Erwartungen eigentlich an diese Konferenz geknüpft sind, welche, ich habe es heute Morgen schon gesagt in meiner Eröffnungsrede, welche Erwartungen hat die Zivilgesellschaft, welche Garantien braucht sie eigentlich in diesem Übergangsprozess und ab dem Jahr 2014, wenn die Truppen abgezogen sind, weil es ist, denke ich, allen klar, dass die verschiedenen Szenarien, über die wir heute auch tagsüber gesprochen haben, was passiert mit Afghanistan nach dem Abzug der Truppen, ein Worst-Case-Szenario, die Rückkehr eines Taliban-Regimes, vor allem für die Zivilgesellschaft, denke ich, das Worst-Case-Szenario ist. Und von daher wir sicherlich hier heute viel erfahren werden darüber, was Zivilgesellschaft, wenn sie noch demokratische Spielräume, Handlungsspielräume behalten möchte, eigentlich für Erwartungen an die politisch Handelnden hat. Ich möchte jetzt Fahim Hakim zu seinem Input nochmal herzlich willkommen heißen. Fahim, wir sind sehr, sehr gespannt auf deine Anmerkungen heute Abend. Thank you, dear Barbara. As my note reads, I have 3 hours to talk. No. Okay. Definitely not. Thank you very much. I'm a strict moderator, so. No time is left. I would like to take this opportunity to express my cordial thanks to HBF and particularly German institutions who were actively involved in the process of national consultation of civil society, which has enabled 34 elected delegates of civil society throughout the country and 2 elected representatives to convey their message to the Bonn conference, and with particular thanks to His Excellency Mr. Michael Steiner for his very genuine and thorough cooperation in this entire process. I would try to shed in my presentation more light on how to provide answers. I may not be able to provide direct answers, but how to provide answers to the questions of exit strategy for international forces from Afghanistan, plans for 2014 and beyond, impacts of withdrawal and on international engagement in Afghanistan, and way forward, how to enhance democratization process in Afghanistan. There should be no doubt
that Afghanistan has experienced tremendous efforts toward recovery from decades old of civil war and other authoritarian regimes at the national level and the waging of proxy war by meddling of regional spoilers at regional international levels. Today, Afghanistan portrays a mixed picture of success and failure. All the stakeholders, I would emphasize, all the stakeholders have a role in the success or failure of efforts for peace, stability, and future development in Afghanistan. As both internal and external factors play a major but complicated and sometimes intertwined role in fueling insecurity and conflict in Afghanistan. No doubt in progress in booming in the field of communication, in media, in particular freedom of expression. This morning we have been hearing a lot, attendance of significant number of Afghan young girls and boys to schools, construction of roads network, and conduct of various elections, presidential election, parliamentary, provincial councils, since the fall of Taliban regime in 2001. Meanwhile, there are concerns about corruption, drug and war economy, insecurity, injustice, and continuation of impunity, and growing meddling of regional spoilers in routine affairs of the country from one hand, and fragmented efforts by international community on the other. So coming to exit strategy, focusing. It would be indeed ideal for Afghans to see their country enjoying peace, stability, and development, and their country is no more any threat to anyone. On the other hand, it has never been expected to have the international forces present forever on the soil of the country. Talks on exit strategy would be seen from two perspectives. First, exhaustion of efforts and domestic pressure to international forces to leave Afghanistan due to disappointment and shortcoming on achieving expected outcomes. And second, guarantees and mechanisms to address all potential sources of insecurity and threats at various levels, they are in place. The latter should also enhance the process of Afghanization, which does need capacity to be in place, professionalism to be upheld, and political will and popular support to enhance the process. Therefore, a practical exit strategy requires the civil aspect of efforts to be in balance with the military side of it. This means that good governance is promoted, human rights and people's fundamental freedoms are protected, efforts to curb corruption and uphold justice and accountability are in place, and effective cooperation exists at various levels. Therefore, an exit strategy should not be for the sake of an exit from a volatile situation like Afghanistan, but rather to be considered as a process to leave behind good legacies, not only to counter terrorism and counter insurgency, but for good governance and sustainable development. Transition of responsibilities towards 2014. Transition of responsibilities is expected to further people's trust to Afghan government commitment and efforts to serve its people and to demonstrate the willingness of international community to shift their attention from military side to civil and development commitment and the feeling that they are not in Afghanistan forever. Support to Afghan National Army and to Afghan National Police sound promising, which concurrently require efforts to uphold values of human rights, women's rights, and freedom of expression, and justice and accountability,
as cornerstones to good governance and means to winning hearts and minds of Afghan population. It's needed to have the threshold up to this standard. I would emphasize to this point, and the notion of injustice anywhere is injustice everywhere, to be a dominant factor for the rule of law. Over and over again, we heard that Afghanistan is not Paris. Afghanistan is not Switzerland. So I would come to the point that this morning made by His Excellency Ambassador Vendrell, the minimum Afghan standards, it doesn't mean anything. It would allow manipulating ground for international community and Afghans to accept, in a way, fraudulent activities. Standards are standards. So this should be upheld. However, it's needed to balance the emphasis over quantity as quality. It was very precisely mentioned in the presentation of my fellow colleague, Mr. Aziz Afi, and other colleagues. As continuation of impunity, rampant corruption, nepotism, and incompetence in delivering needed social services, while furthering people's vulnerability, would question the capacity and commitment of the Afghan government to good governance and challenge the sincerity of international community efforts for a bright future for Afghanistan and Afghan future generation. As a matter of fact, in the absence of an international mediator, the regional international dimension of insecurity and conflict in Afghanistan would still remain unaddressed. Therefore, overemphasis over Afghan-led process for political settlement would be rhetoric. We had lots of discussion throughout the day today. So what would be the impact of withdrawals? Exit for the sake of exit would indeed function as a technical achievement at the expense of strategical gains, as it would embolden the Taliban and their regional supporters for increasing violent and aggressive power competition, mushrooming of safe havens and sanctuaries for extremist and fanatical groups, narrowing down the space for reformists, human rights, and civil society advocates and activists in their constructive engagements, growing fear on resumption of civil strife and new rounds of proxy war in the absence of reliable institutions to promote democratization process. Thus, the main question would be either to invest on security, preferably on human security today, or to deal with the consequences of insecurity because of an hectic exit strategy tomorrow. What would be ways forward? For sure, everyone would agree that there is no one-size-fits-all. But in the course of addressing this question in Afghanistan, there is an answer. There is one answer: good governance and enhancing democratization process. However, it needs a strong commitment and political will. This morning, we have been kept talking about political will at various levels, national, regional, international. Enhancing democratization processes through supporting democratic institutions and systems, such as Afghanistan Independent Human Rights Commission, civil society institutions, political parties, new initiatives, new political movements are now on board. Lots of mobilization are on their way. Now, fortunately, we have too many political parties, but there are no rooms for them to play a constructive role. This was really a sad experience in the history of contemporary Afghanistan. Decades of democracy, we all recall. Political parties were, in a way, established, but their activities were not regulated. So their ultimate objective was to have a share in power or to grasp power by peaceful means. As it was not regulated, then they turned to coups, to infiltration, to national army, national police. So
For example, our electoral system is not very conducive for political parties. This isn't TV, but further in a way, individuals rather than supporting political parties. Senior advisory panel for high-rank officials. This is really based on the London conference, in a way, but this mechanism for merit-based appointment has been left, in a way, underutilized. So this is a reliable means for democratization and meritocracy. And reforms to electoral processes in judiciary. These issues were raised over and over again. Since this June, we have been involved in a wide-range consultation process for civil society representatives. First, to develop their message to the Bonn Agreement based on their wide range of contacts with grassroots institutions, with Afghan people, with all walks of life, and to elect their 34 representatives. Once again, I feel obliged to express my thanks to the government of Germany for this generous offer to once again involve civil society as an active player in such a high-profile initiative. We hope that this opportunity would turn this into a practical working culture to be always respected, not only by Afghan government, but by international community, always to respect the bridging role of Afghan civil society, particularly Afghan women. Just a point regarding negotiation with Taliban and other opposing armed groups. No one is against about negotiation with the Taliban or any other anti-government armed groups. But it's big but. The negotiation should be very much value-based and principle-oriented. We have been discussing the core values of human rights, women's rights, freedom of expression, not to be compromised in any political deal. So this is the big bet. However, we need a strong political will for this as well. However, we do very much hope that our shortcomings, failures, and lost opportunities in the last decade would relieve ourselves from the chronic blame game and enable us and lead us to achievements and success for the coming decade with a common vision and defragmented, again in the brackets, defragmented efforts by all stakeholders. Afghan people deserve to enjoy a peaceful life and a prosperous future for their generations to come. Thank you very much. Ganz, ganz herzlichen Dank, Fahim Hakim. Ich glaube, er hat wirklich noch mal sehr, sehr gut auch hier ausgedrückt, was über den Tag hinweg an Hoffnungen, an Erwartungen, an Prinzipien, an Werten formuliert wurde von den verschiedensten Repräsentanten hier, auch wenn es immer mal wieder auch kontrovers zuging auf den verschiedenen Podien. Herr Steiner, Sie haben Fahim Hakim zugehört, Sie haben gehört, was es für Hoffnungen und Erwartungen gibt. Ganz klar hat er ausgedrückt, ja, wenn die internationale Staatengemeinschaft sich zurückzieht aus Afghanistan, dann bitte nicht eine Wüste hinterlassen. Wie kann die internationale Gemeinschaft so etwas wie einen Abzug in Verantwortung gestalten, Abzug in Verantwortung, die den Namen verdient, die ernst gemeint ist, und welcher Schritt
in Richtung Abzug in Verantwortung ist denn dann die Außenministerkonferenz Anfang Dezember in Bonn? Ja, vielen Dank, Frau Unmüßig. Lassen Sie mich nur sagen, ich bin sehr froh, hier zu sein. Und natürlich ist im Moment viel los, auch viele Nachtflüge. Aber ich bin vor allem deswegen froh, weil die Böll-Stiftung einen ganz entscheidenden Anteil, und ich komme darauf, Sie haben das angesprochen, an der unterstützenden Organisationshilfe dafür hatte und weiter hat, dass die Zivilgesellschaft in Afghanistan, ich spreche nicht von der internationalen NGO-Community, aber die Zivilgesellschaft in Afghanistan sich in den letzten Monaten auf die eigenen Beine gestellt hat, sich organisiert hat und zu einer gemeinsamen Position gekommen ist. Lassen Sie mich, bevor ich auf Ihre Frage antworte, unsere Situation, wie wir sie sehen, skizzieren. Natürlich ist die Lage keineswegs rosig. Wir haben auch sicherlich immer in der Vergangenheit die Dinge zu rosig gemalt. Wir haben ein gemischtes Bild, wie man so schön sagt, wie Sie das beschrieben haben. Nicht alles ist übrigens hoffnungslos oder dunkel. Wir haben auch Erfolge, Sie haben es ja auch angesprochen, aber es ist sicherlich eine gemischte Lage. Ich bin auch mit allem einverstanden, was Sie gesagt haben, vor allem Akim. Nur mit einem bin ich nicht einverstanden. Wir sollten eins aus unserem Vokabular streichen, und das ist dieses verdammte Wort der Exit-Strategie. Das ist nämlich eine sehr bequeme Strategie, sich der Verantwortung zu entziehen. Und wissen Sie, das ist ja nicht mein erster Konflikt. Es ist selbstverständlich so, dass man sich nicht überall auf der Welt engagieren kann, weil wir nur beschränkte Mittel haben. Aber wenn man es tut, und das haben wir getan 2001, aus Gründen, die wenig mit Afghanistan zu tun hatten, aber wir haben es getan. Und in dem Moment, wo Sie das tun, übernehmen Sie eine Verantwortung. Und da kann man nicht einfach weglaufen, sondern muss es zu Ende bringen. Und deswegen gefällt mir das Wort Exit-Strategie nicht. Ich glaube, es geht nicht um eine Exit-Strategie. In Wirklichkeit geht es um eine Entry-Strategie in anderer Form. Nicht mehr mit Kampftruppen. Aber ich glaube, der Punkt, und ich werde gleich darauf kommen, das ist auch der zentrale Punkt der Konferenz in Bonn, wird sein, wie kriegen wir es hin, dass die internationale Gemeinschaft einmal das Richtige tut und das heißt, eine Sache zu Ende bringt, die sie begonnen hat. Sicherlich nicht ideal, aber jedenfalls, dass hier nicht der Atem ausgeht über andere Themen in der Tagesschau und sie wieder woanders hinspringt und sozusagen Ruinen des Engagements hinterlässt. Natürlich haben wir Fehler gemacht, übrigens alle zusammen. Ihr habt auch Fehler gemacht, wir haben Fehler gemacht, Journalisten, die Begleitung, die Wissenschaft hat Fehler gemacht, wir haben alle Fehler gemacht, schwere Fehler, ist gar keine Frage. Aber ich glaube, es ist kein Euphemismus zu sagen, dass wir, wenn wir zurückschauen auf die vergangenen 10 Jahre, wo wir ja fast Allmachtsfantasien manchmal entwickelt haben, was man alles von außen sozusagen nach seinem Ebenbilde schaffen kann in einem Land, wir haben doch inzwischen erzwungenermaßen vielleicht aber eine größere Bescheidenheit in der Zielsetzung erreicht. Und wir haben das erreicht, glaube ich, im Konsens zwischen Afghanistan und in der internationalen Gemeinschaft. Das hat ein bisschen gedauert. Wir hatten ja sehr unterschiedliche Zielsetzungen und Absichten in einem Prozess sozusagen der Annäherung an die Realitäten. Und ich will jetzt gar nicht für Relativierungen werben. Ich komme da gleich darauf, einen wichtigen Punkt, den Sie gemacht haben, zum politischen Prozess. Wir brauchen keinen politischen Prozess um jeden Preis, sondern er muss, Sie sagen value-based, er muss
wie ich finde, gewissen Prinzipien folgen, sonst wird er nicht erfolgreich sein. Was wir haben, ist inzwischen international konsentiert eine realistische Zielsetzung, was wir realistischerweise erreichen können, ist hinreichende Stabilität und dazu gehört aber auch die Gewährleistung fundamentaler Menschenrechte. Das kann man nicht aus dem Vokabular streichen. Der zweite Punkt ist, ich glaube, wir haben einen realistischen Zeitplan, in dem wir die Transitionsphase bis Ende 2014 haben, aber dann, danach, darf es natürlich nicht aufhören. Da darf dann nicht Exit gewesen sein und dann haben wir das Land wieder vergessen, wie wir es schon mal 1989 gemacht haben, sondern es muss natürlich weitergehen. Aber die Idee ist ja, konzentriert auch mit den Afghanen, dass Afghanistan bis zum Ende 2014 faktisch die volle Souveränität, auch die Verantwortung, die die Souveränität bringt, übernommen hat. Dann gibt es keine internationalen Kampftruppen mehr. Ich glaube, das hat inzwischen jeder verstanden. Das wird dann vorbei sein. Aber das Engagement muss weitergehen. Das langfristige Engagement der internationalen Gemeinschaft. Und im Gegenstück dazu brauchen wir die Umsetzung des Gedankens, dass die Souveränität ja kein Selbstzweck ist, sondern die muss ja den Menschen dienen. Das heißt, wir werden weiterhin Fortschritte bei der guten Regierungsführung haben müssen. Und ich glaube, wir haben inzwischen auch, das ist ja nicht selbstverständlich gewesen, über viele Jahre hinweg, wo man im Grunde genommen nur gesetzt hat auf das militärische Vorgehen und dann auch Aufbau gemacht hat, bisschen an die Zukunft gedacht hat, aber natürlich das dritte Element, das heute konzentriert ist, vergessen hat, das ist der politische Prozess, aus der Konsequenz heraus, dass es keine militärische Lösung gibt. So, was haben wir in Bonn vor? Bonn ist in der Tat die größte internationale Konferenz, die wir jemals in Deutschland hatten. Und das ist auch ganz bewusst so, weil wir die internationale Gemeinschaft dort zu einer Selbstverpflichtung bringen wollen hinsichtlich des langfristigen Engagements. Was haben wir da vor? Wir wollen die drei strategisch entscheidenden Fragen behandeln. Es ist eine eintägige Konferenz, muss natürlich vorbereitet werden, auch vom Konferenzergebnis her. Drei strategische Fragen. Die erste ist die Transition. Transition heißt ja, hat ja militärische Aspekte, der schrittweise Abzug in Verantwortung, hat den Aspekt der Ertüchtigung der Afghanen auf den verschiedenen Ebenen, die Souveränitätspflichten und Aufgaben auch tatsächlich übernehmen zu können, hat aber auch den Aspekt, wie Sie sich denken können, wenn Sie sehen, dass über 90% des Bruttosozialprodukts von Afghanistan von der internationalen Präsenz abhängt, wenn da 130.000, 140.000 Soldaten abziehen, dann hat es natürlich ökonomische Konsequenzen. Darüber muss man sprechen, sodass die Transition nicht etwa ankommt bei den Menschen, bei den Afghanen, als ein enormer ökonomischer Verlust. Wir müssen auch sprechen über den Umstand, dass die PRTs, die wir jetzt haben, Ende 2014 nicht mehr existieren werden. In der Logik, PRTs sind diese Provincial Reconstruction Teams, das heißt, wie wir das haben in Kunduz, wie Sie wissen, oder in anderen Orten, wo die internationale Gemeinschaft regional vor Ort vertreten ist. Also erster Punkt ist die Transition. Zweiter Punkt ist das langfristige Engagement der internationalen Gemeinschaft. Ich glaube, der entscheidende Punkt, und ich bin übrigens überzeugt davon, dass Bonn die letzte Gelegenheit sein wird, weil sich die Welt eben verändert hat, weil wir andere Themen international auf der Tagesordnung haben. Wie Sie alle wissen, geht es nicht nur um die Schuldenkrise, es geht um Libyen, um den arabischen Frühling und viele andere Themen, die Nuklearkatastrophe. Also wir haben eine vollkommen veränderte Lage der internationalen Aufmerksamkeit und in dieser Lage muss es uns aber trotzdem gelingen, diese Anstrengungen zu unternehmen, dass die internationale Gemeinschaft
jetzt nicht sagt, Mensch, wir haben jetzt andere Säue, die durchs Dorf laufen und wir vergessen das jetzt mal, wir machen da schnell einen Exit, deswegen mache ich das Wort auch nicht, sondern dass wir dabei bleiben in anderer Form. Wie machen wir das? Das langfristige Engagement der internationalen Gemeinschaft muss einmal stattfinden in den Gebieten, wo wir jetzt schon aktiv sind. Das heißt, bei der Infrastruktur, das heißt, bei der Erziehung, das heißt, bei der medizinischen Versorgung. Also die Themen, die wir jetzt abdecken, die müssen weiter abgedeckt werden, auch danach. Und ich spreche hier von einem Zeitraum von jedenfalls 10 Jahren. Erster Punkt. Zweiter Punkt, was wir machen müssen, um den Fehler von 1989 oder genauer gesagt 1993 zu vermeiden. Wir müssen sicherstellen, dass die bis dahin aufgebauten Sicherheitskräfte, militärische und Polizei der Afghanen, die ja dann die Aufgabe der Übernahme der Gewährleistung der Sicherheit in Afghanistan übernehmen sollen, dass die weiterhin bestehen bleiben können. Das heißt Unterstützung, das heißt Training. Das muss weitergehen. Und dazu muss sich die internationale Gemeinschaft verpflichten. Selbstverständlich muss im Gegenzug auch eine Selbstverpflichtung vorliegen, bei der Governance weiterzuarbeiten, auch nach der vollen Souveränität, nach Erlangung der vollen Souveränität. Dritter Punkt ist, dass man es allmählich, das wird nicht über Nacht gelingen, schaffen muss, den als geografischen Nachteil bislang perzipierten Standort umzudrehen. Wenn man eine Vision hat von einem friedlicheren Afghanistan und schaut sich mal an, wo Afghanistan liegt, dann ist ja da ein unglaubliches Potenzial da. Ich spreche jetzt nicht nur von den Bodenschätzen, sondern auch geografisch. Wenn Sie sich anschauen, die Dynamik, die es in dieser Region gibt, ein Afghanistan, was sich regional verbindend aufstellt, hat ein unglaubliches Potenzial, was auch das, was man bisher meinte, sind landlocked, haben alle diese Schwierigkeiten, zu einem großen Teil ins Gegenteil verkehren kann. Das war diese Vision der neuen Seidenstraße, die ist bestritten von manchen aus den unterschiedlichsten, eher eigennützigen Gründen. Aber die Idee, die zugrunde liegende Idee, stimmt natürlich. Wir müssen es schaffen, diese Region in einen Zusammenarbeitsmodus zu bekommen. Das wird potenziallos, da sind wir lange noch nicht. Und Sie wissen, Pakistan, es gibt die Nachbarstaaten, es gibt das genaue Gegenteil im Moment. Aber da muss man hinkommen, das muss die Vision sein. Also wenn etwas im Moment noch nicht existiert, man weiß aber, dass es falsch ist, muss man natürlich an der Vision arbeiten. Das hat einen politischen Aspekt, aber auch einen wirtschaftlichen Aspekt. Also das langfristige Engagement der internationalen Gemeinschaft, ganz entscheidend. Und das darf nicht nur so ein theoretisches sein, ja, wir bleiben bei euch, macht euch keine Sorgen, sondern es muss glaubhaft sein. Denn Sie wissen, dass die Afghanen, aber auch die Region, eine traumatische Erfahrung haben. Und das ist, als die Sowjets da waren und wir, kein Mensch nehme ich zurück, aber die Politik hat sich doch nicht gekümmert um Afghanistan. Das war doch eine Ost-West-Auseinandersetzung. Ja? Und wir wollten die Sowjets draußen haben. Wir hatten diese jährlichen Verurteilungen in der Generalversammlung. Und als wir das geschafft haben und die Sowjets schmählich abziehen mussten, da haben wir das Land vergessen. Und die Folgen kennen Sie ja alle. Und das sitzt in den Köpfen. Davor haben die Menschen Angst. Die Menschen haben Angst davor, dass genau das wieder passiert. Und das kann auch passieren, wenn wir nicht Mechanismen schaffen, jetzt, wo es noch eine Aufmerksamkeit gibt, die genau das verhindern, denn wir würden uns natürlich auch selbst ins eigene Fleisch schneiden. Drittes großes Thema in Bonn wird die Unterstützung des politischen Prozesses sein. Also es führt ja überhaupt keinen Weg dran vorbei. Wenn Sie sagen, und das ist ja richtig, das weiß inzwischen jeder, es hat ein bisschen gebraucht, es gibt keine militärische Lösung in Afghanistan. Übrigens, auch dieser Satz gilt in beide Richtungen. Ich sage Ihnen eins,
Natürlich wird es für die internationalen Truppen keine militärische Lösung geben. So, diesen Erkenntnis-Acquis haben wir jetzt erreicht. Es wird aber auch für die Taliban, keine militärische Lösung geben. Ich glaube, dass diese Erkenntnis noch nicht bei jedem durchgedrungen ist, aber sie beginnt Platz zu greifen, auch bei den Taliban. Da gibt es viele Gründe dafür. Das liegt an den Nachbarn, es liegt an der inneren Situation. Das hat viele Gründe. Das liegt auch daran, dass die Vorstellung, dass nur die internationale Gemeinschaft die Nase voll hat, nicht aber die andere Seite, dass die nach meiner Erkenntnis so auch nicht stimmt. Aber was Sie gesagt haben, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir brauchen deswegen keinen Prozess, um überhaupt einen Prozess zu haben, sondern dieser Prozess muss unterlegt werden mit Prinzipien der Prozessgestaltung. Zum Beispiel muss der Friedensprozess, der darf keine Privatangelegenheit sein zwischen Karzai und Taliban und Amerikanern und Taliban, sondern er muss inklusiv sein. Denn es nützt uns überhaupt nichts, wenn ein Teil der Gesellschaft sich befriedet und 60% die anderen sich daran nicht wiedererkennen. Das ist keine stabilisierende Lösung. Sie wollen mir gleich, bin gleich zu Ende, aber Sie haben mich ja gefragt nach den Absichten in Bonn. Also wir werden in Bonn, das ist jedenfalls meine Vorstellung, uns gemeinsam verständigen zwischen der internationalen Gemeinschaft und Afghanistan, und wenn ich Afghanistan sage, meine ich nicht nur die Regierung, auf nicht verhandelbare grundlegende Prinzipien. Dazu gehören auch die Verfassung mit ihrem Menschenrechtsteil inklusive den Rechten der Frauen. Ich breche jetzt hier ab. Ich könnte, wie Sie sich vorstellen können, stundenlang darüber reden, aber lassen Sie mich noch ein Wort zur Zivilgesellschaft sagen. Wir hatten ja als Staatenvertreter das Problem, wie können wir hilfreich sein, ohne dadurch, dass wir Staaten sind, den Charakter Zivilgesellschaft zu infizieren, zu unterwandern oder sie sozusagen als fremdgesteuerte Marionetten erscheinen zu lassen. Und da war eben dieses Instrument der politischen Stiftungen sehr hilfreich. Und ich sage Ihnen, was war unsere Idee? Unsere Idee war, ja, Afghanistan muss souverän werden, aber auch die Zivilgesellschaft muss souverän werden. Auch die Zivilgesellschaft muss sich organisieren und in der Lage sein, auf einer gemeinsamen Position sich nicht wie in der Vergangenheit nur auf die Präsenz der internationalen Gemeinschaft zu verlassen, sondern selbst agieren zu können. Natürlich mit Unterstützung, aber aufgrund einer eigenen Selbstorganisation. Und diesen Prozess, den haben wir zusammen mit den Stiftungen unterstützt, aber die Zivilgesellschaft selbst machen lassen. Und dass wir jetzt diese 34 gewählten Vertreter haben für Bonn und zwei Vertreter, die in Bonn auftreten werden, ist, glaube ich, ein Riesenerfolg der Zivilgesellschaft. Und ich sage Ihnen eins, ich habe die beiden Vertreter eingeladen nach Astana. Das war die Frau Zelay Gaffa und Herr Bari Salam. Wir haben uns erst letzte Woche getroffen in Kabul. Ich sage Ihnen eins, diese beiden, die eine ist 28 und der andere ist auch so in diesem 20er, 30ern. Wir hatten in Astana eine Vorkonferenz der internationalen Kontaktgruppe, die ich leite. Da waren 55 Staatenvertreter in Astana, ziemlich kalt dort, in so einem kitschigen Zuckerbäckerpalast. Wir haben uns unterhalten in Vorbereitung von Bonn und dann haben die beiden dort gesprochen. Und ich sage Ihnen, erstens, der ganze Raum war mucksmäuschenstill und zweitens, die haben so gut gesprochen, ich war richtig stolz am Ende. Also das war Donnerwetter, das ist ein toller Erfolg gewesen. Jetzt höre ich auf. Ja. Danke.
Nicht, dass ich es nicht interessant fände, was aber Sie uns alles erzählen, aber ich habe natürlich hier Zeitdruck und den muss ich manchmal auch ein bisschen weitergeben. Aber herzlichen Dank für diese ausführliche auch Darstellung und Positionierung zur Rolle der Stiftungen und zu diesem Prozess mit der afghanischen Zivilgesellschaft. Kann ich nur sagen, dass die Idee des Auswärtigen Amtes und die Praxis, die wir dann als Stiftungen umzusetzen versucht haben, konstant eine Praxis war, genau diese Authentizität der afghanischen Zivilgesellschaft zu schützen. Das war unser Hauptprinzip. Wir wollten an keinem Punkt und haben das auch nicht getan, intervenieren, weder was die Positionen angeht, noch was die Auswahl angeht. Dennoch ist es so, das muss ja einfach auch gesagt werden, dass natürlich nach wie vor auch immer noch viele Kämpfe im Hintergrund stattfinden. Aber ich muss wirklich sagen, und da bin ich auch Ihnen dankbar, wir haben als Stiftungen von Ihnen auch im Auswärtigen Amt verlangt, dass Sie mit uns diesen Prozess schützen, damit er eben nicht instrumentalisiert werden kann, und zwar von keiner Seite, weil es eben genau darum geht, dass die afghanische Zivilgesellschaft für sich und selbstständig und nicht instrumentalisiert und von irgendjemandem benutzt, sich artikulieren kann. Und wir werden jetzt sehen, ich freue mich, dass es in Astana mit den beiden Sprechern und Sprecherinnen schon so gut geklappt hat. So, jetzt kommen wir aber dennoch etwas nochmal zurück zum Eingemachten. Wenn ich Ihnen zuhöre, Herr Steiner, dann frage ich mich natürlich schon, wie viel Zweckoptimismus steckt eigentlich hinter dem, was Sie hier vorgetragen haben? Selbstverpflichtungen kennen wir, sind schnell vergessen. Realistischer Zeitplan, da frage ich auch, in 3 Jahren, diese Transition hinzubekommen mit einer Verantwortungsübernahme der afghanischen Regierung, Sicherstellung wichtiger sozialer Dienstleistungen etc. 10 Jahre lang haben wir es nicht geschafft. In 3 Jahren soll das geschafft werden. Ich frage Fridtjof Schmidt, Zweckoptimismus oder alternativlos, was da vorgetragen wird mit den Hoffnungen, die verknüpft sind? Nichts ist alternativlos, es gibt immer nur bessere und schlechtere Alternativen und in diesem Falle vielleicht auch größere und kleinere Übel. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man sich das auch klar macht. Die Absichten, die Herr Steiner vorgetragen hat, fand ich gut, sind gute Absichten. Es war ein sehr vollständiges Bild, dem habe ich eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Und ich halte auch die Chance, das zu schaffen, für existent, aber natürlich gibt es einige große Probleme, die man ansprechen muss, gerade weil ich die Schwerpunktsetzung auf die Stärkung der Zivilgesellschaft und die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung für die Perspektive von jetzt an und nach 2014 für entscheidend halte. Muss man darüber reden, dass da Probleme im Raum stehen mit dem politischen Prozess, wo es eine Konkurrenz gibt nach wie vor von dem militärischen und dem Zivilen auch nach dem Abzug internationaler Kampftruppen. Und gerade das ist wichtig, sich das bewusst zu machen, damit man klar hat, wie die politische Aufgabenstellung ist, die ich voll unterschreiben würde, wie Sie das beschrieben haben. Die Geschichte ist ja eine Geschichte von Fehleinschätzungen und gescheiterten Hoffnungen in den 10 Jahren. Zu Anfang war die Hoffnung, man könnte mit militärischer internationaler Präsenz den Konflikt mit Al-Qaida und den Taliban in 2 bis maximal 3 Jahren in den Griff bekommen. Und wenn man zur damaligen Zeit gesagt hat, es könnte auch länger dauern, dann ist man sehr stark kritisiert worden als Pessimist, der irgendwie vielleicht aus grundsätzlichen Erwägungen das nicht will und deswegen den Pessimismus schürt. Aus diesen Fehleinschätzungen, finde ich, muss man lernen und versuchen, eine realistische Beschreibung auch dessen zu machen, was möglich ist. Und dann wirklich durchzusetzen, das wäre ein großer Erfolg, wenn das gelänge, in Bonn durchzusetzen, dass diese 90 Regierungen, die dort sind, oder über 90, sich wirklich verpflichten, über 2014 hinaus einen Schwerpunkt auf das Engagement in der Zivilgesellschaft und für nachhaltige Entwicklung zu setzen. Warum sage ich das so provokant? Weil die zweite These, die hat der Steiner ja auch vorgetragen, ist, die Voraussetzung ist die Schaffung von einer Stabilität
Sie haben zu Recht gesagt, das ist ja auch das Verdienst von Präsident Obama, dass er 2009 das ausgesprochen hat. Dieser Konflikt ist militärisch auch für die USA und die NATO nicht zu gewinnen. Deswegen muss man eine politische Lösung herbeiführen, die bedeutet, man muss mit den bisherigen und gegenwärtigen Gegnern verhandeln. Und da ist es ganz wichtig, dass man auch ein paar rote Linien hat, ein paar Prinzipien hat, Grundsätze hat, wo man sagt, die sollen durchgesetzt werden. Aber das entscheidende Element der Stabilität ist natürlich der Aufbau von afghanischen Streitkräften und afghanischer Polizei. Und das sind über 300.000 Leute, die dort da sind und sozusagen die Rahmenbedingungen dieser Entwicklung garantieren soll. Und die Frage, die im Raum steht, ich sag mal, es gibt ja dieses Bild, dass alle reden in einem Raum über etwas und in der Ecke steht ein großer Elefant und jeder ignoriert ihn. Und der große Elefant, der in Bonn bei der Konferenz im Raum steht und ignoriert wird, ist die Frage, wer finanziert ab 2014 diese 300.000 Soldaten? Die Kosten werden ungefähr 4 bis 6 Milliarden Euro oder Dollar ist jetzt egal, es gibt natürlich einen erheblichen Unterschied, aber in diesen Größenordnungen wird das beziffert, das schwankt. Pro Jahr. Pro Jahr. Und natürlich zwischen dem Bekenntnis, dass alle sagen, ja, wir wollen uns für Unterstützung der Nichtregierungsorganisationen, für die Strukturen und Institutionen einer demokratischen Entwicklung engagieren, für den Aufbau von Justiz und Polizei. Und damit meine ich keine Milizen, sondern richtige Polizei und für Menschenrechtsschutz, für den Bereich Good Governance. Und dann wollen wir investieren in nachhaltige Entwicklung, Armutsbekämpfung, Förderung der Landwirtschaft, Bewässerungssysteme, Wassermanagement, ganz entscheidend, weiter in die Bildung investieren, das Gesundheitssystem weiter ausbauen, die Elektrifizierung weiter voranbringen. Also die großen Eckpunkte der Entwicklungspolitik sind große Summen erforderlich. Und dann konkurriert das aber unausgesprochen mit der Frage, wo kommen die 4 oder 6 Milliarden her für die Sicherheitsstruktur? Und darüber wird nicht gesprochen. Ich glaube aber, dass man das thematisieren muss, weil ich gelernt habe, dass ich im Zweifelsfall, wenn so etwas unbewusst oder halbbewusst, naturwüchsig vor sich geht in politischen Prozessen, diese Sicherheitshardware, wie man neudeutsch sagen könnte, also die Kosten für das Militär, in der Regel in der Konkurrenz mit dem Mitteleinsatz für Entwicklungspolitik durchsetzen. Wir haben, die ganzen 10 Jahre waren geprägt dadurch, dass wir ein Missverhältnis hatten von 4:1, 5:1 Kosten für den Militäreinsatz und Mittel für die Entwicklungspolitik. Das ist vorsichtig geschätzt. Man könnte sagen, das war noch viel drastischer. Und die Hoffnung ist jetzt, diesen Prozess hinzukriegen, das irgendwie umzukehren. Aber da muss ich sagen, sehe ich noch nicht ganz, wie das an dem Punkt konzeptionell gemacht werden soll, wie die Entscheidungen aussehen sollen. Ich sehe es noch nicht mal wirklich auf der Tagesordnung. Ich weiß, dass alle Expertinnen und Experten darüber sprechen, aber ich sehe es eigentlich noch nicht auf der politischen Tagesordnung. Und die Erfahrungen, die wir haben, auch mit anderen Konflikten, Herr Steiner hat es völlig zu Recht angesprochen, ist die Tagesschauperspektive in Gesellschaften. Also solange der Konflikt brodelt, es heftige Auseinandersetzungen gibt, ist die Bereitschaft zum Engagement groß. Wenn das zurückgeht, man auch keine eigenen Kräfte, keine eigenen Militärs mehr in dem Land hat, dann geht die Bereitschaft und die Akzeptanz in demokratischen Gesellschaften sehr stark zurück zu sagen, da strengen wir uns aber ganz besonders an und da geben wir ganz besonders viel Mittel hin. Da brauchen wir nicht auf andere zeigen, aber es ist in allen demokratischen Gesellschaften so. Nur man muss wissen, in Deutschland ist die Akzeptanz für den Militäreinsatz, auch in Verbindung mit dem hohen Mitteleinsatz von der Bevölkerung bei Umfragen, sagen inzwischen zwischen 70 und 80% der Bevölkerung, das sehen wir nach 10 Jahren überhaupt nicht mehr ein. Und zwar nicht nur, dass da Militär ist, sondern auch nicht, dass da ein solcher Einsatz betrieben wird. Das verstehen wir nicht. Und die sozusagen die Parteien, die völlig zu Recht das ernst nehmen, was Herr Steiner gesagt hat, wenn man so etwas, einen solchen Einsatz dort begonnen hat, ein solches Engagement begonnen hat, dann ist man in der Verantwortung und dann kann man nicht Exit sagen und nach uns die Sintflut und dann geht man raus. Das wäre verantwortungslos. Das finde ich auch gut, dass es da einen Konsens
zwischen den meisten Parteien in Deutschland, im Deutschen Bundestag gibt. Aber man darf sich über den Druck, der da entsteht in der Praxis, keine Illusionen machen. Und es ist auch nicht falsch, wenn demokratische Regierungen sozusagen auf die Meinung und die Stimmung in der Bevölkerung hören. Das ist ein Dilemma, was man da beschreiben muss. Und diese Situation, die wird in den kommenden Jahren bis 2014 auf uns zukommen. Ich engagiere mich sehr stark dafür, zu sagen, wir müssen hier einen Durchbruch erzielen. Die Bonn-Konferenz bietet die Chance für eine langfristige Verpflichtung. Aber ich sage es mal ganz einfach, man muss die Leute sozusagen die Verpflichtung und die Schecks, wenn sie so wollen, jetzt unterschreiben lassen. Weil wir wissen, dass sie die in 4 Jahren vermutlich nicht mal mehr die Hälfte davon unterschreiben werden. Und das wird der Gradmesser sein. Das wird der Erfolgsgradmesser sein, an dem sich Herr Steiner dann auch sozusagen mit wird messen lassen müssen. Ich weiß, dass er das auf dem Schirm hat. Ich formuliere das jetzt nicht kritisch gegen seine Position, aber trotzdem im Sinne von bewusstseinsbildend. Das ist auch für uns alle wichtig. Wenn das nicht gelingt, dann werden wir dieses Verhältnis nicht verändern können. Dann wird es diese Konkurrenz von Finanzierungskosten für die Sicherheitsapparate geben, auch wenn die Kampftruppen abgezogen sind. Klammer auf, es werden ja nicht alle Kampftruppen abziehen. Die Amerikaner verhandeln über ein bilaterales Abkommen und dass sie wollen dort Militär lassen, was auch für die internationale Frage des Konfliktes eine Dimension hat, weil natürlich Nachbarländer wie Pakistan oder der Iran eine bestimmte Wahrnehmung von solchen Truppen haben, sagen, ist das etwa ein amerikanischer Flugzeugträger, der unsere Interessen auch bedroht. Das muss man alles, diese Diskussion findet ja gerade statt. Die Jirga in Afghanistan hat sich ja gerade dazu verhalten, aber natürlich ist das ein Kernthema der internationalen Verhandlungen, die Herr Steiner auch mit begleitet und führt. Aber es heißt im Übrigen auch, dass die Amerikaner natürlich die Haltung haben werden, wenn wir da weiter Militär und Truppen haben, dann sind wir jedenfalls nicht hauptsächlich zuständig für die Finanzierung des Sicherheitsapparates. Und dann konkurriert das natürlich bei den Europäern und den Kanadiern und den anderen, den Japanern und wer dort noch ist, wird sich genau diese Frage stellen und da gibt es eine Konkurrenz. Und das muss man politisch klar beantworten und ich denke, deswegen ist es so wichtig, jetzt Schlüsselentscheidungen für die Stärkung der Zivilgesellschaft hinzubekommen. Ich glaube auch, das ist die Erfolgsgarantie für einen politischen Prozess in Richtung von Good Governance. Ich formuliere das mal ganz vorsichtig, weil wir natürlich eine Modernisierung in der afghanischen Gesellschaft in den letzten 10 Jahren in städtischen Zentren in bestimmten Regionen hatten. Das ist ein sehr junges Land, also die Bevölkerung ist vom Alter her sehr, sehr jung oder der Anteil der jungen Menschen in der Pyramide der Bevölkerung ist sehr, sehr hoch. Es gibt eine technische Modernisierung, das Mobiltelefon ist allgegenwärtig, Internetzugang ist vorhanden. Wir haben gelernt in den arabischen Revolutionen des letzten Jahres, was das für Gesellschaften bedeutet, dass wir alle das sehr unterschätzt haben, was das bedeutet, wo man immer gesagt hat, wenn in Ägypten oder in Tunesien revolutionäre Umwälzungen passieren, dann passiert das unter Kontrolle der Islamisten und es wird auf jeden Fall in eine solche Richtung gehen. Und wir haben eine Revolution von jungen Menschen erlebt, die ein ganz modernes Weltbild hatten und ganz moderne Ansprüche auch hatten. Deswegen natürlich auch dem Islam angehören können, aber die einem modernen Islam sozusagen wollen oder einen Islam, der mit der Modernität versöhnt ist. Das spielt, glaube ich, in Afghanistan eine große Rolle. Das ist auch meine Antwort auf die Frage, warum bin ich Optimist, dass das funktionieren kann, das Modell, was Herr Steiner vorgestellt hat und warum glaube ich, dass der entscheidende Punkt genau ist, diesen Teil der Gesellschaft aktiv und ganz massiv zu unterstützen und warum glaube ich, ich glaube deshalb auch, dass das höher gewichtet werden muss im Verhältnis zu diesen Sicherheitsaufgaben. Ich glaube, die sind auch wichtig, aber wir müssen die Verhältnisse bearbeiten und wir müssen sie verschieben. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann engagieren wir uns nicht am entscheidenden Punkt. Und das wäre erneut eine Fehleinschätzung und ein schwerer Fehler. Dir ganz herzlichen Dank.
über die besseren und schlechteren Alternativen und über diverse Dilemmata, vor der wir stehen, werden wir gleich auch noch tiefer reden. Sind vielleicht auch noch andere Elefanten im Raum als nur die Milliarden, die aufgebracht werden müssen für Polizei und Militär? Da würde ich auch gerne gleich drüber reden. Aber jetzt ist von Herrn Steiner und von Fritjof Schmidt formuliert worden, Bonn soll einen Durchbruch bringen, gerade auch im Sinne von Garantien für die Zivilgesellschaft. Und von daher freue ich mich jetzt auch noch mal von Herrn Hagbin zu hören, ob er diesen Wunsch teilt, dass Bonn diesen Durchbruch bringen muss. Welche Erwartungen haben Sie an den Bonner Prozess, an die Außenministerkonferenz, auch im Sinne von Garantien für die Zivilgesellschaft, damit sie integriert ist als Stakeholder im politischen Prozess? Thank you very much. I would like to pose a question to the audience who participates here, not the Afghan, not the diplomat who have been to Afghanistan. How many of you have been to Afghanistan? Me too. Make it difficult for me. Bismillahir Rahmanir Rahim. Engineer Fahim Hakim, my colleague, presented in a diplomatic manner. I can't. Let me speak openly. Do you agree? Yes. Yes, of course. That's what we are famous for. Thank you so much. I would like to emphasize that the Afghan society is a traditional society. Today we have diverse opinion. I am happy to listen and agree to disagreement, if there is any. Traditional society means that the government is not covering beyond the district center, isn't it? There is no structure beyond the district center. What is that? The structure is traditional. A representative chosen by the community, by the villagers, in the name of Malik or Bob, Wakil, different name, same role. Bridging the people with the government. Culture is very important. I would like to emphasize on the context. The Afghan context is not taken into consideration. 26.6 billion, according to various report, that is the less, the minimum one I am referring to. In aid, 440 billion, the other was as well in billion, sorry, not million. 440 billion in military had been spent since 2001 in Afghanistan. Yes, of course, there is physical infrastructure in place. Road network, electricity procured, unsustainable development move. No facilitation of the income generation or the revenue or irrigating fertile land with the procurement of the electricity. We have to send our revenue to pay for the cost. Traditional society, we are integrated. One is hurt, the whole family, the whole village, the whole society is hurt. And there are issues in this regard that our values, our culture is not remain intact, unfortunately, by any of the party to the conflict. All stakeholders, be it national, international, or armed opposition, using force, the use of force is not going to work.
You can take an affront to hell by consent. You cannot take an affront to heaven by force. See, I will touch only one of these as an example, the most critical one, the night house raid. The victim of the night house raids, many of them are those who are available during the daylight and can easily be summoned to the nearby local authority, be it district administrator, governor, or chief of police. What is the reason? We fought 14 years during the invasion of Afghanistan. Show me a single suicide bombing, a single abduction, a single hijacking, only one hijacking, and later on the court in London proved that was for the political reason to get asylum. Today we have every kind of notorious, nasty accidents, including suicide bombing. Yes, imported, imposed, but today we may have a fun as well, jumping into that. Why? Big why. Because of this context issue, the recommendation is stop the night house raid. Let have Afghan to be in the driver's seat and to lead the process. Have the district administrator, the chief of police, or whoever to decide for his territory. So the people can trust. So the gap, which is widening day by day, is reduced. Conflict is spreading, human impact is deepening, civilian casualties are increasing, and impact on the people's livelihood is worsening. Why? We spent 26.6 billion in aid, 440 billion in military. Why? Gap is there and widening day by day because of the context. Stop the night house raid. The peace process, political peace process, my colleague has well touched, and I'm glad you know to the European Union. I read the November 14 statement that they support the negotiation. They are offering active diplomacy to have the regional country, particularly neighboring country, support their political process, the negotiation. The late Professor Rabbani assassination was a devastating blow to the process. There was a momentum. However, the public opinion poll of the Asia Foundation, 82% of the respondents, they agree and they support the government political effort. Our recommendation, being as a civil society representative, negotiation is must. High Peace Council, a good mechanism, need to be strengthened. What I mean by strengthened, to give the authority, it didn't have authority from the very beginning, could not guarantee the life or safety of someone to talk to. Approach of the peace negotiation has to be inclusive. What I mean by inclusive? To have the influential people, particularly the Islamic scholars, the religion leaders, religious leaders, imams, traditional leaders, civil society representative, women, has to be inclusive.
The process has to be transparent. First of all, in relation with the member of the High Peace Council, has to be consisted of those who has place and position in the society, in the communities, with a good reputation. And also has to be transparent. I mean, there should not be parallel negotiation by non-Afghan, as it happened. During our regional peace consultation workshops, which concluded into national peace conference in Kabul just after the death of Professor Rabbani, participants emphasized on these transparency, authority, negotiation. It has to be transparent. No non-Afghan efforts. They dislike it. I would like to... 2 minutes more? Yeah, 2 minutes. I will guarantee in 2 minutes. Otherwise, I can speak all the 70 pages. So we will continue anyway. Yes, exactly. Thank you very much. The creation of the militia in terms of the transition, in terms of the governance, that is a mistake, a security threat, whether that is in the name of ALP, Afghan local police, whether that is directly militia by the warlords, that's a mistake, security threat. Should not be mixed with Arbaki. Arbaki is, you know, the local community initiative. Good example is the district of Ahmedabad in Paktia. Community resources, without any support, the only support is the recognition. Then they got the community, they got the development work. Instead, focus on the training of the police, not only in terms of technical aspect, professional aspect. Make the police to treat the civilian in a way to build the trust and to have the civilian to see the police. They are protecting us. That's not the case. With the last, I would like as well, you know, to mention election is coming, election is important, and support the elections. Don't support it only during election. In between elections, prepare before it is too late. By capacity of the institution, Independent Election Commission, and capacity of the commission by, through sustainable way, to have the teachers and at the sub-national level, in the villages, in the districts, students involved to manage the voting. They are there, they are the literate portion, they have the confidence, they have the trust. And the last point, the electoral system, which Fahima keep mentioned to SNTV. Single non-transferable vote. I will stop here to be bothered with the questions. Vielen Dank, Herr Hagbin, für auch Ihr klares Statement, dass der Friedensverhandlungen ein Friedensprozess inklusiv, transparent sein muss. Mit Sicherheit eine sehr schwierige Forderung bei einer sehr diversen Gesellschaft. Ich möchte jetzt noch eine Frage auf dem Podium stellen und werde dann Ihnen die Gelegenheit geben, Fragen an alle Gäste hier zu stellen. Ich habe jetzt von allen Vieren gehört, wir haben Optimismus. Ja, es gibt, wir wollen den zivilen Aufbau, die Demokratisierung Afghanistans vorantreiben und weitertreiben. Infrastruktur, Erziehung, landwirtschaftliche und ländliche Entwicklung, die Verfassung schützen, die Frauen- und Menschenrechte schützen. Wer könnte das nicht unterschreiben? Alle hier. Und für mich ist aber die große Frage, dass wir das alles nur schützen und weiterentwickeln können, auch Fehler korrigieren, die ja zugegeben werden, wenn es einen politischen Prozess gibt, der klar macht, dass der Krieg beendet werden kann. Und eine Voraussetzung für diesen Krieg, auch das wurde heute diskutiert, ist ein Waffenstillstand, sind Verhandlungen. Und es ist ja kein Geheimnis, auch darüber haben wir heute mehrere Male geredet. Wer verhandelt mit wem und hat
die entscheidende andere Partei, nämlich die Fraktionen, die verschiedenen Fraktionen der Aufständischen, überhaupt den politischen Willen zu verhandeln. Das ist doch die Kernfrage. Wo stehen wir im Moment, wenn es darum geht, erfolgsversprechend einen politischen Prozess überhaupt auf den Weg zu bringen, der all das, was Sie hier, wie gesagt, so schön fordern, überhaupt garantiert? Da hätte ich jetzt gerne noch mal von allen auf dem Podium eine Antwort oder einen Versuch einer Antwort. Es ist schwierig. Auch heute, wo es gibt keine Silverbullet, es gibt viele Dilemmatas, aber ich möchte diese Frage doch noch mal hier stellen. Mit wem verhandeln? Wer ist Teilhaber in diesem politischen Prozess? Weil, und das glaube ich, ist auch allen klar, wer nicht mit den Taliban verhandelt, kann Inklusivität mit anderen Stakeholdern fordern. Ohne sie wird es keinen, ohne Waffenstillstand wird es keinen Fortschritt geben, die anderen Dinge zu schützen, für die wir uns engagieren. Fahim, möchtest du damit beginnen? Briefly, if you don't want, it's no problem. Thank you. The questions sound simple, but it's really difficult and helpful task to provide an answer. However, for the last couple of years, the Afghan government has been trying to highlight some values, accepting the constitution, cutting ties with extremist elements, and particularly Al-Qaeda, and to protect the achievements so far we have had. It would be in a precondition for entering to any negotiation. But sadly, the Afghan government was not been able to find an address. Who to talk to. I think instead of wasting time and resources to punch in the dark, it would be much effective to put efforts to good governance. It would function as a structural means to structurally isolate not only Taliban, but those elements who are opposing the government. The more the government enjoy trust and confidence of its population, and not only in urban areas, but in remote areas, all walks of life in Afghanistan. If they support their Afghan system, their elected president, their elected parliament, and their elected systems, then it would systematically marginalize Taliban and whoever who are opposing the government. However, as mentioned, there are some mechanisms, so-called Peace High Council. Previously, we had Peace and Stability Commission. But all efforts to be in a coordinated and harmonized manner to be carried out. Assassination of Professor Rabbani clearly mentioned lack of coordination between various security organs, and everyone was in a competition just to win loyalty of one commander or other. So it proved that it won't work. We have seen this national reconciliation process during Dr. Najib time, during communist regime. Every now and then we would be hearing that so many ex-fighters joined the government, they laid down their weapons. So the scenario is again being repeated. So in order to have really structural and effective means for reconciliation, first, the government should talk from a position of power. What power? Not military power, I'm focusing. The trust and confidence of people would give weight, leverage, and power to Afghan government. So the priority, to my mind, should be to trust-building efforts. And it would definitely bear fruition, but in a very structural and sustainable manner. Thanks. Herr Steiner, die Frage habe ich ja vorhin schon gestellt. Ja. Vielleicht noch in Ergänzung, die, soweit ich informiert bin, und ich bin die allerletzte, die mit Kontakte direkt hätte zu Haqqani-Netzwerk oder Mullah Omar oder den anderen Fraktionen,
Es wird ja nach wie vor gesagt, wir wollen mit den Amerikanern nicht verhandeln, beziehungsweise nur unter der Bedingung, dass es einen vollen Abzug gibt, einen vollen, alle Truppen, alle Sicherheitsberater. Dilemma, noch eins. Also, erstens mal bin ich zutiefst davon überzeugt, dass Verhandlungen, die nicht inklusiv sind und die nicht in einer Struktur erfolgen, dass wir ein Ergebnis bekommen, was wirklich zielführend ist, im Grunde genommen sinnlos sind. Also wir müssen dahin kommen, strukturierte Verhandlungen haben, transparent, inklusiv, auf gewissen Prinzipien basierend. Da sind wir noch nicht. Und der Mord an Professor Rabbani war natürlich motiviert, genau das zu verhindern. Gar keine Frage. Das politische Motiv des Mordes an Rabbani war, den Friedensprozess unmöglich zu machen oder zu verhindern. Gar keine Frage. Gleichzeitig ist wahr, Sie haben es ja schon gesagt, über 80% der Bevölkerung in Afghanistan, auch wenn die Taliban in keiner Weise beliebt sind, sondern ihre Beliebtheit sogar abnimmt, sind für den Friedensprozess. Auch nach Rabbani. Die Lawyer Jirga ist ja sehr bestritten, aber hat auch dies zum Ausdruck gebracht, hat auch nach einer Adresse gefragt, wie Sie gesagt haben. Das Problem, was wir haben, ist 30 Jahre Bürgerkrieg, Krieg in diesem Land, haben natürlich dazu geführt, dass es ein abgrundtiefes Misstrauen gibt, das man auch erstmal überwinden muss. Du brauchst erstmal ein Prozessvertrauen, das haben wir auch noch nicht, dass das überhaupt möglich ist. Es gibt Gespräche, das ist wahr. Und natürlich finden sie mit dem Gegner statt, mit wem sonst. Aber diese Gespräche, die stattfinden und wo es auch Rückschläge gegeben hat, ohne Zweifel, und da gibt es auch viele Fake-Geschichten, da gibt es auch Trittbrettfahrer, Leute, die Geld verdient haben, die sich als Vertreter ausgegeben haben, wo viele auch sehr professionelle Geheimdienste, müssen wir mal sozusagen, ihr Gesicht verloren haben. Es gibt auch ernsthafte Gespräche. Das Problem ist, dass für die Beteiligten das extrem gefährlich ist. Und deswegen sind wir in der verfluchten Lage, dass solange wir nicht die Adresse haben, solange wir nicht einen sichtbaren Prozess haben, solange es so viele gibt, die ja auch Eigeninteresse haben, wir haben ja überhaupt noch gar nicht über den wichtigsten weißen Elefanten gesprochen, das sind nämlich die Nachbarn, die ja eine Geschichte der Einmischung haben hinter sich. Das ist ja das Problem. Wir haben Good Governance. Natürlich brauchen wir Good Governance. Natürlich muss die traditionelle Gesellschaft wieder in Funktion gesetzt haben, wie Sie gesagt haben. Aber natürlich brauchen wir übrigens auch eines der entscheidenden Prinzipien beim Friedensprozess. Wir müssen es erreichen, dass dieser Prozess autonom ist, afghanisch autonom ist, sodass nicht immer die Nachbarstaaten über ihre Proxys da hinein intervenieren. Und dann haben wir noch das Problem, wenn wir sagen, mit wem wollen wir eigentlich den Frieden machen? Mhm. Wobei wir übrigens nicht wissen, auf Ihre Frage, ist der Gegner überhaupt politikfähig? Ich kann Ihnen die Antwort nicht geben. Ich weiß es nicht. Die einzige Antwort, die ich Ihnen geben kann, wir müssen das austesten. Es kann sein, dass der nicht politikfähig ist. Das ist wahr. Aber wir müssen schon auch unterscheiden. Es gibt den internationalen Terrorismus, es gibt Al-Qaida, die haben eine internationale Agenda. Sicherlich haben die Taliban, die afghanischen Taliban, eine nationale Agenda. Da muss man erstens unterscheiden. Zweitens haben wir das Problem der Instrumentalisierung. Nicht nur von Pakistan, es gibt auch von anderen Nachbarstaaten, die alle ihre Interessen nach Afghanistan hinein projizieren. Und leider eben meistens in einer negativen Weise. Das ist nicht die einzige Ursache. Ich will das nicht reduzieren auf den regionalen Aspekt, das ist aber auch ein ganz wichtiger Aspekt. So, und in diesem Umfeld
ist es so verdammt schwierig, wenn wir noch nicht einen sichtbaren, transparenten, organisierten, Afghan-led, afghanisch geführten Prozess haben, dass bei den Bemühungen, die dahin führen, und glauben Sie mir, da kenne ich mich ein bisschen aus, dass man nicht wirklich darüber reden kann. Und da gibt es natürlich ein berechtigtes Misstrauen, was sind das alles für Figuren, die da mitmischen und aus Eitelkeiten und aus Eigeninteressen. Aber wenn du es tust, dann hat das eine extrem gefährdende Situation für diejenigen, die das wagen. Und ich sage Ihnen, was das wirkliche Problem ist. Das Problem ist nicht, dass die Taliban keinen Frieden wollen. Natürlich gibt es da welche, die das nicht wollen. Natürlich muss man die differenzieren. Das Problem ist, dass sie nach 30 Jahren Krieg Mut brauchen, den Mut zum Frieden. Das ist wirklich wahr. Das ist, verstehen Sie, den Mut aufhören zu können, den Mut, es zu wagen, den Status quo in Frage zu stellen. Das ist sehr schwierig, auf allen Seiten, weil es natürlich bequemer ist, im Status quo festzuhalten, als diesen Schritt zu wagen. Und diesen Mut bringst du nur auf, wenn du ein Grundvertrauen hast in den Prozess. Und diese Schwelle zu erreichen, von dem, was jetzt unter der Oberfläche passiert, das meiste ist Mist, das meiste ist Fake, aber manche Sachen sind schon seriös. Und zwar von beiden Seiten. Und Rabbani hat da mehr getan, als öffentlich bekannt ist. Das ist wahr. Aber jetzt von unter der Oberfläche dahin zu kommen, auf diese Schwelle, da brauchst du diesen Mut, weil du nämlich Schritte aufeinander zugehen musst. Du musst eine Karte spielen bei diesen ganzen Spoilern. Und das ist die verdammte Schwierigkeit, die wir da haben. Natürlich ist es ganz entscheidend, dass wir da hinkommen. Und ich finde, die Versuchung, die es immer wieder gibt, dass man sozusagen das von außen manipulierend macht, das funktioniert nicht, weil wir unser Ziel nicht erreichen. Wir brauchen keinen künstlichen Frieden, der so von außen gesteuert ist, sondern es muss einer sein, der sich von selbst, von innen her stabilisiert, plus der regionale Faktor. Das ist verdammt schwierig, aber trotzdem muss man es versuchen. Ja. Ja, ganz herzlichen Dank. Jetzt bin ich auf deine Antwort gespannt, Fritjof. Geht in eine ähnliche Richtung. Großer Konsens. Also ich weiß über diese Fragen sicherlich von allen Diskutanten hier oben auf dem Podium am wenigsten. Und ich glaube auch nicht alles, was ich über Herrn Steiner in diesem Zusammenhang in der Zeitung lese, aber ich bin mir sicher, er weiß darüber noch sehr viel mehr, als er uns jetzt hier erzählen kann. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn man sich damit beschäftigt, dass ich in Kabul zum Beispiel jetzt im August auch Gespräche geführt habe mit Leuten, die über solche Dinge ein wenig Bescheid wissen. Ich habe zum Beispiel mit dem ehemaligen Botschafter der Taliban in Saudi-Arabien gesprochen, der noch wenige Wochen vorher auf der Terrorliste der UN stand, dann von dieser Terrorliste runtergenommen wurde, von Präsident Karzai in seinen High Peace Council aufgenommen wurde, mit dem ausdrücklichen Auftrag, solche Gespräche zu führen. Und der hat mir sehr lange über die Probleme solcher Gespräche erzählt, über die Gefährdungen, die damit verbunden sind, über die Ideen, die dahinter stehen, auch über viele Kontakte, die er hat. So, auch wenn ich darüber, ich kann nicht bewerten, ob das alles stimmt oder wie die Wertigkeit ist von dem, was da ist, aber aus all diesen Erfahrungen, das war nicht das einzige Gespräch, ich habe auch mit Minister Stanikzai gesprochen, der beim Attentat auf Herrn Rabbani, mit dem er eng zusammengearbeitet hat, auch schwer verletzt worden ist, und auch der hat viele Informationen über diese Fragen gehabt, sodass ich mir sicher bin, dass es solche Gespräche gibt, dass ich auch mir sicher bin, dass es solche Kontakte gibt. Welche Bedeutung die haben, das wage ich politisch nicht zu bewerten, schon gar nicht, wenn Herr Steiner neben mir sitzt, der das alles viel besser weiß. Na gut, ich würde jetzt gerne nachfragen, aber ich möchte wirklich, dass Sie auch Gelegenheit haben, jetzt gleich noch in Fragen einzutreten. Aber Herr Hagbin soll genauso wie alle nochmal auf diese ganzen Fragen verhandeln. Mit wem gibt es verhandlungswillige Abzug oder nicht? Großes Interesse von Ihnen zu erfahren, was Sie darüber denken. Thank you very much. I will be brief. Who to talk with whom?
who we want to conclude to negotiate with. We are talking, you know, of the Afghan armed opposition. They are from the community, they are from the villages. I know, they know, other knows. They are from the community and they have the link. We, during the regional peace consultation workshops, had participants who were able to negotiate and release the abduction of the doctor from Wardak in Farah. Recently, we as well, the other media outlet as well, announced that there were abduction in Logar and the traditional leaders or the community, they released him. People in the, at the village level, they have contact and they have to. Because during the night they are coming, during the day the government. The question is the trust. There is no trust. And that makes it difficult and that gives the opportunity to the opportunist to sabotage the process as they did. So what I am saying, that media is as well not independent, and particularly in Afghanistan, it is either owned by government or by warlords or by influentials. I think with this, I can stop. Thank you very much. Ich bin mir sicher, dass es zu diesem Themenkomplex, da gehen Sie schon hoch die Hände, dann fangen wir doch hier bei der Dame an und dann, oder nee, das ist ein Mann, Entschuldigung, ich bin kurzsichtig. Der, genau hier, der Erste, der Nächste und dann geht's nach vorne. Danke. Ja, Entschuldigung. Ich gehe ein bisschen... It works. Ja, ich gehe ein bisschen zurück nach dem Anfang der Abend, weil wir sind noch vor Bonn und die Rede ist nun auch über die Situation danach. Und ich möchte sagen zu Herrn Hakim, ich habe das Programm vor Bonn, wie es hier lag, auch gelesen. Und ich habe gedacht, es ist ein gutes Programm, es ist vielleicht ein komplettes Programm, aber ist auch so freundlich formuliert. Und dann habe ich Sie heute Abend wieder gehört und dann haben Sie die Schluss, die letzte Sinne war, Afghan people deserve to live a peaceful life. Und da habe ich wieder gedacht, es ist so freundlich. Und ist das nicht besser, es etwas punktlicher zu sagen? Es bleibt wie heute den ganzen Tag beim Sammeln und ich freue mich, wenn Sie auch direkte Fragen dann jeweils an die Panelisten stellen. Thank you very much for giving me the chance again. My question addresses Mr. Hakbin. I liked your confidence. I really appreciated the way you spoke about the Taliban. I wish I could see the same confidence, if not the same 5% of the same confidence in the Taliban elements, Talibanic elements, to agree with what is the Afghan government and Afghan people are voicing, you know, to come and we will keep you in our chamber, under our chamber, and we'll treat you like the citizens. I just wish that we could see 5% of this confidence in them, that unfortunately I haven't sensed it. And if you still happen to claim that no, there are some, you know, confidence in them that they will respect us and they will accept it and they will come and negotiate with us, then tell how long do you think we'll proceed with this hopelessness? If there is some hope, how long will it last? If you could just give us a clue. Thank you very much. Tilman Schmalzried, Afghanistan-Referent der Gesellschaft für bedrohte Völker. Menschenrechtler, wenn sie ihre Arbeit gut machen, versuchen in die Praxis zu gehen und von der Theorie weg. Deshalb würde ich eine Frage sowohl an die afghanischen Zivilgesellschaftsvertreter, die beiden, als auch an die beiden Politiker in verschiedener Richtung stellen. Wir haben festgestellt, dass in Kunduz, in paschtunischen Gebieten, jetzt Jamiat-e-Islami-Milizen eingesetzt werden, sogenannte Critical Infrastructure Program Leute sind das. Es sind nichts anderes als die Local Police, Afghan Local Police Leute, die man früher hatte, oder andere ähnliche Programme in anderen Provinzen. Wir haben auch festgestellt, dass diese Leute sich durchaus nicht sehr ordentlich verhalten.
sondern dass sie die Bevölkerung drangsalieren. Zu richtigen Morden kommt es im Moment nicht, dazu sind sie zu schwach. Aber ist das nicht der beste Weg, um genau die Art von Friedensprozess, deren Ideale sie transportiert haben, zu torpedieren? Und kann man es sich leisten, gerade auch von der Bundeswehr aus Milizen wieder aufzubauen, die vielleicht dann nach 2014 von dem Meistbietenden in die Arme genommen werden für den neuen Krieg? Ich würde jetzt noch mit eine, hier ist eine Frau, die kommt immer zuerst dran. Good evening, my name is Anne Garella, I am the director of ACBAR. Question for Mr. Steiner, in relation to the peace process and the inclusion of women and the respect of women rights in this process. We are all calling for an inclusion of women within the peace process, and that the achievement, the irreversible achievements over the last 10 years are being respected. I'm questioning the fact that the government is the best advocate for women's rights within this peace negotiation process. And I'm wondering what is the line of the international community in order to support the inclusion of women within this process, given the fact that the government is a bit weak, to say the least, in this perspective. So, ich würde jetzt noch, genau, also dann nehme ich jetzt noch zwei Fragen an Bord, dann ist das aber die Schlussrunde, weil wir müssen dann wirklich bald Schluss machen. Dann kommen jetzt beide hier noch dran, die sich gemeldet haben, und dann werden die Fragen abgearbeitet und jeder auf dem Podium hat noch ein Schlussstatement. My name is Sajia, I'm from Afghanistan and I'm also a student here. And I don't have question, but I have two comments, because I was working before in Afghanistan for 10 years, the while after the fall of Taliban. And I was working with one of a German organization which during their signing the agreement with the Afghan government, they were putting some condition for Afghan government which was really not achievable for Afghan government for 1 year. And my comments is that for the future, it should be, I'm sorry, it shouldn't be like conditional something that Afghan government cannot implement it, and in the same time that it should be from the outsider coming for Afghan and during the upcoming Bonn conference, during the discussion. And the second comments that in a state to giving has that how many percent from which ethnicity or which language groups, it should be more focused on qualification of people who will work in the future of Afghanistan, not only focusing on that which ethnicity is more than which ethnicity, because we are really lack of qualification in Afghanistan, and we should more focus on that. And as a young generation, we don't want to lose the opportunity again, like 10 years of our lives we lost it again with the same kind of decision making which is really not in the, based on the qualification and based on the. Thank you for your comment. I think it is a good one and strong one, and bringing messages across. Thank you. So, the last. Harmut Danin, Herr Steiner, ich habe eine Frage an Sie, und zwar die Ziele, was Sie vorgegeben haben, der internationalen Gemeinschaft für Bonn, die sind nicht neu, die sind schon 11 Jahre alt oder 10 Jahre alt, und da verkaufen Sie das als eine neue Verpackung, das ist ein bisschen schwierig, finde ich es. Ich sehe die internationale Gemeinschaft letztendlich auch als gescheitert, weil auf der sicherheitspolitischen Perspektive ist die internationale Gemeinschaft gescheitert, weil die Unsicherheit steigt und auf der anderen Seite auch die Zivilgesellschaft zerstört ist, also das Vertrauen in der Gesellschaft ist leider zerstört. Wenn wir über den Aufbau jetzt nach 10 Jahren des Zivilgesellschaft sprechen, dann sind wir alle Elefanten. Also es ist nicht nur ein Elefant in einem Raum, sondern wir sind alle Elefanten und wir haben Elefantengehirne, und da sind wir leider nicht vorangekommen. Und das finde ich traurig. Das finde ich traurig, und daher würde ich dafür plädieren, dass wir, wenn wir über Afghanistan sprechen, dass wir konsequent sind und auch sagen, was wir wollen, und auch die Wahrheit aussprechen.
Weil letztendlich ist das auch so, dass wir den afghanische Bevölkerung oder aber auch die deutsche Bevölkerung und insgesamt die internationale Gemeinschaft müssen wir die Wahrheit aussprechen und sagen, dass wir gescheitert sind, dass wir neue Ziele verfolgen müssen und dadurch können wir auch Afghanistan und auch für internationale Gemeinschaft beziehungsweise regionale Frieden einiges beitragen. Ansonsten schaffen wir das nicht. Ich würde jetzt gerne in dieser Reihenfolge, und Herr Steiner kriegt das Schlusswort heute bei uns, beginnen, dass Sie die Fragen beantworten, so gut es geht. Und Sie dürfen auch, Herr Hagbin, noch Ihre wichtigste Message loslassen, die Sie loslassen möchten heute. Tun Sie das, wenn es Ihnen ein Bedürfnis ist. Thank you very much. My young, energetic brother, I believe you are Afghan. Good. How long it will last the hopelessness status quo? Very easy. As soon as we get rid of the too many cooks in the kitchen. I mean to have the lead with Afghan. Issue is resolved. I totally agree with the second question that militia, they call it Afghan local police. A mistake, I mentioned, I commented, has to be stopped. Women has to be enclosed. I will leave the other and my messages. People are expecting, and I agree, this Bonn conference, we had a big negotiation whether it is Bonn 2 or Bonn 1, what is the nature and what is the agenda. Anyhow, I hope there are clarities, gentlemen mentioned of the agenda. My message is, please trust us, we have the capacity, no matter if we are not native speaker in foreign language. An example is, you are familiar with the Asia Foundation, ever biggest survey, public opinion poll in Afghanistan, the seventh one released in last November 15. I'm bringing this example just to make it clear. All the surveys were written by international. Last year, we jumped in. We are the champion. We would like to write it. The good thing is the country representative stood behind us, and there was outcry in our headquarters, in our other offices, those who were involved in with the survey. We managed it. We wrote it. This year as well, there were concerns, but we managed it, wrote it. It is international standard. You can download it through the Asia Foundation website. This is an example. If we are trusted, we jump in, we can lead. We have the talent. That is my message. Forget about the top-down approach. Forget about the cut and paste moves in development program. Let us be patient. We will manage ourselves and we will be able, yeah, to prove the changes. Thank you very much. A real strong statement on Afghan ownership and on a value called confidence and trust building. Thank you very much so far. Fridtjof. Drei Punkte möchte ich ansprechen. Zum einen zu der Frage der Milizen, Afghan Local Police. Das ist eine schlechte und falsche Entwicklung, die dort stattfindet. Als ich im August im Norden Afghanistans in Mazar-i-Sharif war, hat mir der UNHCR berichtet von wachsenden Flüchtlingsbewegungen nach Tausenden, die vor der Herrschaft solcher
lokalen Milizen flüchten. Und mir ist das beschrieben worden als eine neue Herausforderung an UNHCR und UNDP im Bereich des Regional Command Nord der ISAF-Truppen. Das sagt, finde ich, schon eine ganze Menge. Ich will nur deutlich machen, dass nach meiner Kenntnis die Bundeswehr nicht an so etwas beteiligt ist. Ich habe keinen Bundeswehroffizier getroffen, der das Konzept irgendwie gut fand. Das wird von den regionalen afghanischen Behörden und gezielt auch mit amerikanischer Unterstützung in bestimmten Bereichen gemacht. So wird mir das beschrieben. Das halte ich für einen schweren Fehler. Aber in Bezug auf die Bundeswehr bin ich dem zumindest nachgegangen, und was ich da an Informationen habe, kann ich das jedenfalls nicht bestätigen. Und ich würde das auch sich gleich draußen weiter unterhalten, okay? Und ich würde das auch politisch kritisieren, wenn es anders wäre, aber ich habe bislang keinen Anlass zu der Vermutung, dass es anders wäre. Soweit sozusagen der deutschen Verantwortung. Noch zwei Sätze. Das eine zu der Frage, ich habe ja meinen Beitrag eingeleitet damit, dass das Engagement der letzten 10 Jahre eine Geschichte von westlichen Fehleinschätzungen und gescheiterten Hoffnungen ist. Also ich habe durchaus mir Mühe gegeben, über das Scheitern zu sprechen, aber es gibt natürlich eine Zäsur. Das ist das bleibende Verdienst von Präsident Obama, dass er 2009 das auch de facto ausgesprochen hat, was für einen amerikanischen Präsidenten sicherlich schwierig war und nicht leicht war. Und die politischen Fragen richtig gestellt hat. Ohne die wären solche Dinge wie diese Konferenzen jetzt und die Debatten über die politischen Lösungen mit all ihren Fallen, all ihren Schwierigkeiten, all ihren Unwägbarkeiten heute nicht möglich. Insofern glaube ich, gibt es da einen neuen Schritt, wo man mit dem Schlamassel, der da entstanden ist, jetzt versucht, einen Weg zu finden, wie man eine weitere Entwicklung einleiten kann. Insofern ja, man muss über diese Dinge sprechen, aber ja, man muss auch darüber sprechen, dass ein neuer Weg versucht wird einzuschlagen, der vielleicht ein paar Konsequenzen daraus zieht. Dritte Bemerkung, nur ganz kurz. Ich fand das Statement, was nochmal deutlich gemacht hat, welche Hoffnungen und Erwartungen die junge Generation hat, das ist für mich der entscheidende Punkt, weshalb ich sage, ich bin trotz all dieser Schwierigkeiten, trotz des Wissens über die Bedeutung von Warlords, trotz des Wissens über die verschiedenen Fraktionen der Taliban und das hohe Bürgerkriegspotenzial, was in diesem Land vorhanden ist, optimistisch, dass es Kräfte der Modernisierung gibt und dass das die jungen Menschen sind, die vielleicht auch in diesem Land eine Veränderung hinbekommen können, wie sie die jungen Menschen in Nordafrika auch unter unser aller Augen, ohne dass wir es gesehen haben, ohne dass wir es geglaubt haben, hingekriegt haben. Wir waren dann plötzlich alle überrascht, was das für eine Qualität der Veränderung gebracht hat. Das ist auch meine große Hoffnung für Afghanistan. Deswegen müssen wir da auch vor allen Dingen mit unserem Engagement ansetzen. Your final statement, and you got some questions. Would you like to get to those who asked you? I think there was rather than a comment or question. Yeah, both. I think it's very clear. Everyone likes in a peaceful life, to be free of fear, of being executed, of being killed, of being in a way isolated without any means for their survival. So this was what I meant by peaceful life for Afghans. I think regarding local militia, it's worth to mention that it is a failed experience in Afghanistan. We have recorded lots of abuses and violations in the Afghanistan Independent Human Rights Commission. My fellow commissioner, Dr. Sobrang, is in a way my witness here. In terms of, in a way, abuses of women's rights, children's rights, and misuse of power and authority. It's full stop. We should not, in a way, support such an abusive means for whatever role we would label them, security or over, since it has been a tremendous effort for maintenance of rule of law in those areas which are under control of warlords, and as these local militias would systematically wage warlordism. And in the future, rule of law would be under big question. However, my very brief statement to international community would be, please support all democratic, inclusive, to have guarantee for participation of women and transparent process along with democratic institution
if an institution is not established by democratic means, then we should not expect any democratic and legitimate decision from it. Thank you. Thank you. Yes. Vielen Dank. Zu den Milizen können Sie hier einen Konsens auf diesem Podium feststellen. Ich habe immer größte Zweifel gehabt, wie das funktionieren soll mit dem Widerspruch. Entweder haben wir hier institutionelle Sicherheitsorgane oder nicht. Also alles, was außerhalb des von uns ja gewünschten Aufbaus von Institutionen ist, kann nicht gut sein. Und deswegen habe ich da auch meine Zweifel. Beteiligung von Frauen. Lass uns mal ganz ehrlich sein. Wenn wir sagen, der Friedensprozess muss afghanisch geführt und afghanisch organisiert sein, und das sagen wir ja, mit guten Gründen, dann können wir versuchen, von außen Druck zu machen, das machen wir jetzt hier, was die Bonner Konferenz angeht. Und wir haben die Zusage, dass 25% der afghanischen Delegation aus Frauen bestehen wird. Aber ich sage Ihnen eins, wir können das aufstellen. Wir können eine Zielforderung unterschreiben, dass das Ergebnis des Friedensprozesses Respekt für die Verfassung beinhalten muss, einschließlich der Rechte für Frauen. Aber wir werden letztlich nur beschränkt von außen der afghanischen Gesellschaft sagen können, wie sie, das ist ein Preis. Und es ist eine Gesellschaft, lass uns doch mal ehrlich sein, wo die Frauen es schwieriger haben als in unserer Gesellschaft. Das ist so. So, wir können diese Forderung, das wirst du auch nicht über Nacht durchsetzen. Wir werden uns dafür einsetzen, wir werden es aber nicht gegen diejenigen, von denen wir ja Ownership wollen, durchsetzen können, so wie wir uns das vorstellen. Da müssen wir realistisch sein, auch wenn Sie das nicht gerne hören von mir. Denn wir können ja nicht was Künstliches schaffen, wir müssen ja was schaffen, was wirklich nachhaltig ist. Zu dem Punkt des Scheiterns. Das akzeptiere ich in keiner Weise. Sie können verlangen, dass wir ehrlich sind. Ja, das versuche ich schon, seit ich diesen Job hier mache. Aber zu verlangen, dass wir sagen, wir sind gescheitert, das ist zu einfach, finde ich. Denn das macht es denjenigen zu einfach, die eh davonlaufen wollen. Das ist ganz einfach. Wenn wir sagen, wir sind gescheitert, dann sind wir am nächsten Tag weg. Und dann entziehen wir uns unserer Verpflichtung. Ehrlich? Ja. Fehler eingestehen? Ja. Aber ich glaube, es ist keine Option, dass wir einfach sagen, wir sind gescheitert, lass uns da weggehen. Das kann es eigentlich nicht sein. You have said trust us. Sie haben von uns Vertrauen verlangt. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wir müssen auch mal ein bisschen Vertrauen haben darauf, dass die Afghanen das meiste ganz gut selber können. Und wir müssen uns auch mal ein bisschen zurücknehmen. Da plädiere ich nicht dafür, dass wir jetzt uns in unserem finanziellen Engagement zurückziehen, aber ich plädiere uns dafür, dass wir uns so ein bisschen aus diesem Direktionsmodus, den diese sogenannte internationale Gemeinschaft, wo wir immer wissen, wir zeigen euch, wie man Demokratie macht, wir zeigen euch, wie eine funktionierende Gesellschaft macht. Aus dem müssen wir uns zurückziehen. Das tun wir übrigens in Bonn. In elf Tagen. Die erste Bonner Konferenz auf dem Petersberg, das war eine UN-Konferenz. Die jetzige Konferenz wird unter dem Vorsitz von Afghanistan stehen. Wir sind nur Gastgeber. Wir werden helfen, aber wir sind Gastgeber. Genau um das auszudrücken, dass inzwischen Afghanistan ein souveräner Staat ist. Und die Struktur der Konferenz wird so sein, dass wir 93 Regierungsdelegationen haben, aber eine einzige wird keine Regierungsdelegation sein, sondern wird eine Staatsdelegation sein. Afghanistan wird keine bloße Regierungsmitglieder haben, sondern wir haben vereinbart, und ich hoffe, Afghanistan hält sich auch daran, dass wir eine repräsentative
Delegation haben, auch sehr viel größer als die anderen, das ist auch ganz in Ordnung, wo wir Frauen vertreten haben wollen, auch Opposition, parlamentarische Opposition, nicht bewaffnete, also ein breites Spektrum der gesamten Gesellschaft, und das ist auch Ausdruck des Vertrauens. Und lassen Sie mich noch einen Punkt sagen. Eine Frage ist hier nicht gestellt worden, das wundert mich eigentlich. Die normale Frage wäre gewesen, ja, ihr beschreibt da ein Papier, wie das halt so ist auf einer Konferenz, kurz oder lang, wie wird denn das umgesetzt? Das ist doch die entscheidende Frage. Also wie werden denn diese ganzen hehren Absichtserklärungen umgesetzt? Und das ist eine berechtigte Frage, und Sie haben ja darauf hingewiesen, dass man dieser internationalen Gemeinschaft und dem Durchhaltevermögen ja nicht so ganz trauen kann. Ja, so wie man sich anschaut, die Motivierung, wie Politik funktioniert und organisiert ist. Ich glaube, die Antwort, die nur eine Teilantwort ist, aber eine ganz wichtige ist, wir wollen auf dieser Konferenz, was ich den internationalen Partnern immer sage, mutual credible commitments vereinbaren. Das heißt, gegenseitige, glaubwürdige, Commitments, Zusagen, Verpflichtungen. Glaubwürdige gegenseitige Verpflichtungen. Was wir in Bonn machen wollen, ist, dass die internationale Gemeinschaft sagt, in glaubwürdiger Form, wir lassen euch auch nach 2014, auch nach Abzug der Kampftruppen nicht im Stich, sondern bleiben engagiert, solange das notwendig ist und auf einen längeren Zeithorizont gesehen. Das ist die eine Verpflichtung, die glaubwürdig sein muss. Und auf der anderen Seite brauchen wir die Verpflichtung von Afghanistan, bei der Governance voranzukommen. So, und was ist jetzt der Durchsetzungsmechanismus? Da helfen wiederum die Parlamente bei uns. Glauben Sie mir eins, der norwegische Außenminister, wo wir Libyen haben, wo wir Japan nuklear, wo wir die Weltwirtschaftskrise haben, wo wir die klimatischen Krisen haben, wo wir die Schuldenkrise haben, der norwegische Außenminister oder der französische Juppé kann nicht zur Assemblée Nationale gehen und sagen, reich mir mal die Kohle rüber, ohne dass er sagen kann, das ist eine Story, die sich lohnt. Da tut sich auch was. Auch die andere Seite erfüllt ihr Commitment. Das heißt, die Idee wird sich, da ist eine gewisse Automatik insofern drin, als es nicht gelingen wird, in 5 Jahren zu den Parlamenten, zum Deutschen Bundestag zu gehen oder irgendwo hinzugehen und zu sagen, stell uns die Mittel bereit, dass wir weiterhin engagiert bleiben. Wenn wir nicht sagen können, da passiert was in diese Richtung, auf die wir uns verpflichtet haben. Und ich glaube, das ist der eigentliche Mechanismus, den man hat, was Good Governance angeht, was Einhaltung der verschiedenen Verpflichtungen angeht. Und ich glaube, das ist auch ein richtiger Mechanismus. Also deswegen diese gegenseitige Verpflichtung, und das hat vielleicht nicht gegolten, solange wir dort Truppen hatten. Nicht, weil diese Truppen eine Automatik herbeiführen bei der Generierung von Kohle. Ja, so war das ja. Und Sie haben jetzt diese Wahnsinnsgelder angesprochen, die hier teilweise ja negativ gewirkt haben. Korruption, das will ich jetzt gar nicht ausführen. Aber wenn die Truppen weg sind, brauchen wir aus Afghanistan eine gute Story, eine überzeugende. Und die gute Story aus Afghanistan ist Good Governance, ist funktionierende, schrittweise funktionierende Zivilgesellschaft. Und je mehr die Afghanen ihre Souveränität nützen, um eine funktionierende Gesellschaft herzustellen, desto mehr wird es gelingen, dass die Parlamente ihren Exekutiven sagen, ja, dafür investieren wir unser Geld. Das wird die Mechanik sein, und das ist, finde ich, auch eine richtige Mechanik. Vielen Dank. Herr Steiner, auch für viele zusätzliche Informationen zu Bonn. Ich möchte jetzt erst einmal
mich bei Ihnen bedanken. Das Wort Durchhaltevermögen ist ja gerade von Herrn Steiner gefallen. Sie haben ein grandioses Durchhaltevermögen durch einen ganzen Tag bewiesen. Ich möchte mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie so intensiv mitdiskutiert haben, so geduldig dabei waren. Und erstmal an Sie ganz herzlichen Dank für das Hiersein. Ich möchte mich aber jetzt ganz zum Schluss bei Fahim Hakim, bei Herrn Steiner, bei Fritjof Schmidt, bei Fasel Hagbin ganz, ganz herzlich für dieses, wie ich finde, nochmal sehr intensiv und fruchtbare Schlusspanel bedanken. Wir alle wünschen uns das, was hier gesagt wurde, einen Durchbruch in Bonn. Wir werden, so klein wir sind, als Stiftung nachhalten und mal schauen, was dabei rauskommt. Die zivile Gesellschaft trifft sich in Bonn, wird nochmal über ihre Erwartungen, das, was man Aspirations nennt, reden. Und wie gesagt, ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die zum Gelingen dieser Konferenz beigetragen haben. Die Mitarbeiterinnen der Heinrich-Böll-Stiftung habe ich heute alle schon namentlich genannt. Nochmal wunderbares Dankeschön an euch. Und auch ganz zum Schluss herzlichen Dank für die Übersetzerinnen, die einen Wahnsinnsjob heute gemacht haben. Ich wünsche Ihnen jetzt noch nicht unbedingt einen guten Nachhauseweg. Sie können sich draußen noch bei Wasser, ich glaube auch Wein und einer Kleinigkeit zu essen weiter unterhalten, wenn Sie noch die Energie und die Kraft dazu haben. Alles Gute und auf Wiedersehen.